So, weiter geht's. Ich will aber immer noch auf die Plattform, verdammte Axt. Aber da werde ich wohl jetzt erstmal nicht hinkommen. Den habe ich. Kann ich das nachholen? Ja, Vögelchen. Hopp. Hier einmal drüber. In meinem Lager, die Monolithen haben wir schon. Kein Holz. Ach, Blätter. Alles mitnehmen, was ich kriegen kann. Also, so, wo ich von vorbeilaufe, jetzt gerade, ist das schon, ne? Dann wollen wir uns mal, ich hoffe, der eine Fall reicht uns jetzt aus. Für den Bären. Verdammt, er ist noch da. Ja, natürlich ist er noch da. Was hast du denn erwartet, dass er jetzt weg ist? Holz. Besiegen Sie den Bären. Ja. Will ich ja. Ja, wo bist du? Komm raus. Bärchen. Putzi, putzi, putz. Ich will da nicht reingehen. Muss ich da jetzt reingehen? Zu eng zum Kämpfen. Bärchi. Ich locke ihn raus. Bärchi. Ich schieß mal auf dich. Wow! Nein! Lauf! 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 Nein! 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 Ja, Bär. Das ist gleich. Wow. 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 Nein. Wow. Geh doch weg. Geh doch. Au. Geh doch zu deiner Mama. Stellen Sie im Lager aus Bärenfell hochentwickelte Ausrüstung, spezielle Outfits, verbesserte Waffen her. Ja. Oh, Geschenke-Packs. Mhm, Fortschritt, Geschichte, Gewehr, können Sie Marktplatz öffnen. Schön. Ich habe einen Bären getötet. Leck mich in die Poppes. Mann, Mann, Mann. Oh. Ein Bärenfell. Jetzt will ich auch in die Höhle rein. Ich will ja wissen, was der... Ah, guck mal, da geht's sogar weiter. Könnte ich jetzt nicht rein, theoretisch, bevor ich da reingehe? Wo sind wir? Von hier kommen wir, ne? Ja, von hier kommen wir. Kann man hier denn? Ah, irgendwas... Oh, Pfeile. Oh, geil. Hier komme ich nicht hoch. Schade. Und hier ist uns der Weg versperrt. Schade. Dann komme ich wohl erstmal nicht mehr auf die Plattform. Shit happens. Ein Fähigkeitspunkt wieder gekriegt. Und da hier was Schönes. Nix. Oh, was ist das? Eine Kiste. Ein Fell. Habe ich hier?
Kann ich das looten? Ja. Zwei Fälle. Der flüchtige Prophet hat das Reich verlassen und bewegt sich nach Norden. Ich bin jetzt in unbekanntem Gebiet. Der Trinity-Orden war deutlich. Ich soll dem falschen Propheten und seinen Anhängern ans Ende der Welt folgen und die Ketzerei auslöschen. Ich wollte ihn vor Monaten eingeholt haben, aber er entkommt mir. Er durchquert das Land der Chasaren und den Kaukasus. Hier bin ich im Nachteil. Ich spreche ein Dutzend Sprachen des Reiches, aber im Hinterland kann ich oft lediglich mit dem Schwert kommunizieren. Der Prophet, so scheint es, spricht jede Sprache wie seine Muttersprache. Da hilft nur eins, Kollege. Sprachschule. Ja, noch ein Kistchen. Das neue Ausrüstung, Teil, halt. Stellen Sie Drohnen auf, um Waffenteile und Upgrade-Werkzeuge zu finden. Sammeln Sie alle Teile einer Waffe, um sie im Basislager freizuschalten. Alles klar. Das war jetzt ein Teil eines irgendwas, so schnell konnte ich das gar nicht lösen. Weiter geht's. So, und nochmal, komm. Yes, sir. Eigentlich will ich ja, ich weiß nicht warum, aber ich habe diesen unheimlichen Drang. Hier würde ich echt noch gerne hin. In die Höhle. Das sind nämlich noch, dann hätte ich hier nämlich alles. Ach, guck mal, auf diese Plattform sehe ich gerade, muss ich gar nicht mehr. Eigentlich würde ich hier ja 89% der sibirischen Wildnis abgeschlossen. Eigentlich würde ich ja... Ich gehe nochmal erst einmal. Sorry, tut mir leid, aber... Ich muss nochmal einmal zurück ins Lager. Weil ich diese Höhle irgendwie aufkriegen will. Du Kackbär, Junge. Doofe Bär, du. Super. Hätte ich das mal eher gewusst. Du dämlicher Kackbär, ey. Mann. Ist hier noch irgendwas? Nee. Immer durch den Schnee. Und, ups. Yep. Euch lasse ich jetzt mal. Bin ja nett. Manchmal. Zumindest. Da geht's. Außerdem den Fähigkeitspunkt würde ich halt gerne noch ausgeben. Inventar, Upgrades verfügbar. Achso, ja, hatten wir ja noch vom letzten Mal übrig. Ne, doch, war richtig. Kann ich Pistolenbeutel? Kostet 2, 1. Der kostet 2. Ja, eigentlich würde ich ja noch gerne, dass ich ein bisschen mehr Schwierigkeit später bauen kann. So, sie erleiden erheblich weniger Schaden durch Explosion und Feuer. Sie setzen beim Ausweichen Feinde ohne Rüstung durch zeitlich abgepasst drücken, außer Gefecht. Ausweichkonter. Kann ich noch nicht lernen. Was habe ich hier? Erlangen sie die Chance, Plündern von durch Bögen allein Pfeile wiederzukriegen. Zielfixierzeit länger. Munitionsmenge feine. Exotische Tiere. Wurfobjekte.
Feinde, die durch Hergestellte erledigt oder außer Gefecht gesetzt werden, bringen mehr EP. Aha. Annäherungsminen und Bomben. Landen sie aus beträchtlicher Höhe, sich ohne Schaden zu erleiden, abrollen. Erhalten sie Bonus-EP durch Überlebensversteckte. Das nehme ich mit. Mehr EP für Dokumente, Relikte und Herausforderungen. So. Aber ich kann immer noch keine... Naja. Dann baue ich mir noch ein paar Pfeile. Dann kann ich nicht in die Höhle rein. Das ärgert mich jetzt persönlich ein bisschen. Also noch nicht. Muss ich wahrscheinlich später nochmal irgendwie hin. Blätter. Boah, das ärgert mich jetzt irgendwie gerade echt, dass ich da... Und zwei Pfeile habe ich ja auch noch nicht, um vielleicht auf der anderen Seite reinzukommen, ne? Irgendwie ärgert mich das jetzt gerade. Auf den Ast. Ich hüpf doch. Nein, kann sie nicht. Also das ärgert mich gerade echt ein bisschen, dass ich da nicht reinkomme, noch nicht. Da muss ich wahrscheinlich später echt hier irgendwie nochmal hin. Naja. Vielleicht lotst uns das Spiel hier ja auch irgendwann nochmal von alleine hin. Oder warte mal. Ach, sorry, tut mir leid, aber ich habe gerade eine Idee. Vielleicht, ihr erinnert euch noch dran, ich hatte ja vorhin diesen roten Benzinkanister. Was ist, wenn ich den dagegen schmeiße und eventuell mit dem Kopf schieße, ist er? Ich probiere das einfach mal aus. Try and error. Oh, Schnee, ich hasse es. Wenn der Benzinkanister noch... Ja, er liegt da noch. So. Dann nehme ich den jetzt auf und laufe da mal hin. Einfach mal probieren. Das wäre so die einzige Möglichkeit, die mir jetzt gerade einfällt, um da ranzukommen. Wo ist denn die Höhle? Hehe. Let up. Löwenschaf. Blumen, Blumen, Blumen. Da ist die Höhle. Oh, da Sprengladung. Okay. Ach, ich kann auch Waffen nutzen. Okay, zack, die schmeiße ich jetzt mal dahin. Ah, okay. Und jetzt? Aha. Putz. Und schon drin, nicht drin. Gut, dass ich da nochmal nachgeguckt habe. Ein mongolisches Banner. Eine Art Fahne, die an einem Speer befestigt wurde. Das hier sieht ganz schön mitgenommen aus. Und es gibt hier nichts zu entdecken weiter. Schade. Pfeile kann man immer gebrauchen. Was haben wir hier noch? Toll. Holz. Also nicht, dass ich mich jetzt darüber beschweren will, aber habe ich ein bisschen mehr erwartet. Sorry. Gut, dann haben wir die Höhle auch. Ach, schön. Das freut mich jetzt. Jetzt kann ich auch beruhigt weitermachen. Hier ist doch noch. Holst du mich denn hier komplett verarschen, Spiel? Da ist doch noch was.
Oder ist das die andere Höhle oben? Nee, das ist die doch. Kann ich nicht weiter reinziehen? Das ist die doch. Der andere Eingang war ja irgendwo hier oben, ne? Ist auch Erz. Wolltest du mich denn hier komplett verarschen? Da ist noch Erz. Oder was auch immer. Gehen wir mit. So. Muss ich den auch jetzt echt mal benutzen? Geht's da weiter hoch? Nein. Ach komm, spring da runter. Ach, geht doch. Das finde ich jetzt gerade merkwürdig. Ist das oben oder unten? Ist doch gerade merkwürdig. Ja, das ist ein Vogel. Da war doch gerade. Ja, ja. Da komme ich noch nicht runter. Das ist 100 Pro in dieser Und ich wette mit euch, dass es genau da drin ist. Wo sonst? Doof. Naja, immerhin haben wir einen Teil noch rausgekriegt. Jetzt wieder hier hin. Alle, hopp. Hochziehen. So, und heppa. Uff, drüber gehüpft. Haha. Und weiter geht's. Warum hast du da gerade geguckt? Was ist das? Pilze. Noch ein Giftpfeil. Ich baue mal zwischendurch immer wieder Giftpfeile. Entschuldigung. Ich sollte echt diesen Überlebensinstinkt öfters ansetzen. Hier müsste ich ja alles haben, ne? Nee, natürlich nicht. Und weiter geht's. So, weit waren wir ja schon. So. Suchen Sie entlang des mongolischen Wegs nach Spuren der verlorenen Stadt. Okay. Aha! Ah! Da wollte ich doch noch gar nicht runter. Du doofes Kackspiel. Er hat das Land der Rust durchquert. Ich habe das Gefühl, dass er mich verhöhnt, wartet, bis ich einen Tagesritt entfernt bin und dann weiterzieht. Ich werde nicht wie erhofft vor dem Winter heimkehren. Ich habe bei einem kleinen Dorf an einem See namens Svetlojar Halt gemacht. Der Prophet hat hier gesprochen und man will mir keine Unterkunft geben. Ich habe am Ufer übernachtet. Und ein junger Mann, der eine seltsame Version des Symbols des Propheten trug,
versuchte mich zu töten. Ich habe an ihm ein Exempel statuiert. Und jetzt starren die Leute mich böse an und bespucken mich. Ich muss bald weiter. Sein Virus verbreitet sich. Ich glaube, wenn ich hier... Ich hätte ja nicht ungern Lust, hier einfach runterzuspringen. Okay, einfach so runterspringen kann ich nicht. Und die Kletterwand habe ich nicht getroffen. Geil. Egal. Schön. Achso, jetzt bin ich wieder hier. Und das habe ich dann, ne? Ja. Das speicherte auch. Gut. Und weiter geht's. Das wird echt kalt. Ja, natürlich. Du bist eine ja auch Pfeilspitze in aus Knochen. Sibirien. Sie scheint mongolischer Herkunft zu sein. Das war ein Pfeifpfeil. Mongolische Schützen feuerten sie auf ihre Feinde ab, um sie zu ängstigen und zu verwirren. Kennt man? Machen dann so lustige Geräusche. Hier ist nichts mehr. Nope. Ja.